Yo, es gibt ein neues Free-T-Shirt in Roblox. Gabol hat mich darauf aufmerksam gemacht und ich dachte ursprünglich, dass es noch ein altes Free-Item wäre, weil es ist im Mega-Noob-Simulator. Und da gab es schon mal vor ein paar Monaten ein Free-T-Shirt, in dem man ein Konzert zuhören muss. Und genauso muss man jetzt in den Mega-Noob-Simulator reingehen, auf Play drücken und dann zur Bühne da hinten laufen und sich einfach das Konzert anhören. Ich habe keine Ahnung, ich glaube, der Mega-Noob-Simulator ist die Anhaltestelle für irgendwelche Bands mit hässlichen Logos, die keiner kennt und für die sich keine Sau interessiert. Weil was ist das für ein hässliches Logo? Beim letzten Mal war das irgendwie E-Monk irgendwas und also das Shirt sieht dann noch schlimmer aus, meinetwegen. Ja, man hört sich halt 10 Minuten Songs an und dann kriegt man das Shirt am Ende. Yeah!